Hallo Leute und willkommen zurück zu Overlord 2. Nee. Noch so laut. Ja, ich habe jetzt halt mal die letzte Folge mal so ein bisschen... Die letzte Folge mal so ein bisschen angehört. Gab es da leider schon wieder ein Heil. Ich weiß auch nicht, teilweise. Ja. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Der schwarze Energiestein, den wir stahlen, gehört den Wichtern. Jetzt hat er euch entweder den Krieg erklärt oder ihr sollt seine Haselmaus heiraten. Ja gut, der Humor von Gnarl ist natürlich das gleich ist geblieben. Das ist eindeutig ein Akt der Aggression, Herr. Das dürft ihr nicht zulassen. Eliminiert diese Creature. Ja. Oh, und das ist halt auch eine Aufgabe. Man soll insgesamt 1000 Wichte töten. Ja, aber das kann man leider hier nicht erledigen. Na. Kann ich euch mal kurz zeigen, jetzt hier unter Aufgaben. Wenn ich jetzt hier einen mit dem Steuerkreuz nach unten gehe, ne, töte 1000 Wichte, ist eine Aufgabe. Aber hier steht ja auch als Hinweis, ihr müsst in eine andere Gegend reisen, um diese Aufgabe abzuschließen. Ja, weil jetzt hier es gibt keine 1000 Wichte hier im Gebiet. Das ist es leider. Und ja, gut, in den Heiligtum. Da gibt es ziemlich viele so Unterschlupf so Bauten von den Wichten. Das ist ja auch so Bauten von den Wichten, aber leider kommt da keiner mehr raus. Ja. So, den lasse ich mal kurz da. Bringt den Energiestein zurück in die Unterwelt. Dunkle. Ja, genau. Den lasse ich mal kurz da. Ja, ich will erstmal hier vorne so ein bisschen noch was machen. Lockberge. Beinahe 13 Winter sind vergangen, seit ihr das letzte Mal hier wart, Herr. Bald kehrt ihr zurück und wieder am Mitwinterabend. Dann könnt ihr das zu Ende bringen, was ihr begonnen habt. Rache ist süß und äußerst schmerzhaft. Ja, aber ich will keine Rache nehmen. An den Nordbergern. Ja, trotzdem, ne, können wir die nicht ganz ungestraft als neuer Overlord davonkommen lassen, ne? Wir müssen trotzdem ein bisschen was machen. Ja gut, aber nichts Schlimmes eigentlich in dem Sinne, ne? Bringt den Energiestein zurück in die Unterwelt. So ein Schattenkristall. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißen. Ich glaube, die heißen irgendwie Schmiedesteine oder irgendwie sowas. Ne? Das braucht man halt, um spezielle Waffen zu schmieden. Oder grundsätzlich alle Waffen zu schmieden? Aber ich meine, das ist nur bei bestimmten Waffen. Also Spezialwaffen. Ja, das mit den Waffen, das werden wir dann halt auch noch sehen, was es damit auf sich hat, ne? Das ist halt nämlich auch wieder ein bisschen anders. Ja, und hier haben wir schon das erste Schergen-Artefakt. Ne? Ja, man hört hier zwar noch die Wichte, aber leider kommt da keiner mehr raus. Bringt den Energiestein zurück in die Unterwelt, dunkler Herr. So. Ja, jedenfalls, da hätten wir hier schon unser erstes Schergen-Artefakt, ne? Ja gut, momentan, wie ihr sehen könnt, die wissen selber noch nicht, wo sie hin sollen. Es gibt halt noch kein Portal hier. So. Ja, und wenn ihr mal überlegt, wie lange wir gebraucht haben im Overlord 1, ne? Bis wir das erste Schergen-Artefakt in dem Sinne hatten, ne? Also schon heftig, wie schnell das hier eigentlich geht. So, das Ding natürlich auch mitnehmen. Und schon sind unsere kompletten Schergen beschäftigt. Und was eben auch das Gute ist, unten auf der Minimap könnt ihr jetzt auch sehen, ne, wo die Schergen jetzt sind mit den Artefakten.
Und Statthalter Boreus sagte, er möchte zur Midwinterfeier gefüllte Poularde. Was zum Teufel ist eine Poularde, frage ich mich. Ah, das ist irgendetwas Vornehmes. Vielleicht eine Art kleiner Bär? Würde Boreus es merken, wenn wir ihm ein Schwein im Wolfspelz servieren? Er ist doch schneller, als sein Auge erfassen kann, was er in sich hineinstopft. Ja, das wird kein Fest für uns andere. Er ist schlimmer als Wölfe und Yetis zusammen. Ja, aber nun, ja, immerhin passt jemand auf uns auf. Passt auf uns auf, während wir verhungern, meinst du? Hm, ja, so eine Poularde schmeckt bestimmt sowieso nicht. Ja, wir haben es gerade erfahren. Boreus ist der Statthalter von Nordberg. Ah, Schmuddel ist es gelungen, ein Unterweltportal zu errichten, Meister. So können eure Schergen den Energiestein direkt in die Unterwelt transportieren. Ja, und das hat natürlich alle so ein bisschen erschreckt, dass da plötzlich so ein Teil aus der Erde rausgeschossen kommt. Nee. So, pack das erstmal kurz weg. Das letzte Mal, als ich hier war, ne, hat er leider nichts dazu gesagt. Mal gucken, ob er diesmal was sagt, wenn ich das einzeln wegbringe. Bring den Energiestein zurück in die Unterwelt, dunkler Herr. Ah, eine Befehlsaufwertung. Jetzt könnt ihr auf dem Schlachtfeld mehr Schergen herbeirufen. Befehlsaufwertung heißt es hier also. Okay. Naja. Ja, aber das ist nicht schlecht. Also die Designs von den neuen Portalen finde ich nicht schlecht gemacht. Ach stimmt, und diese Energiesteine, die beinhalten immer einen Zauber. Seht, wie die böse Energie in euch aufbrodelt. Ich weiß nicht genau, welche Zauber die Energie in euch freigesetzt hat. Wenn ihr auf Städter trefft, nutzt sie einfach als Versuchsobjekte. Ja. Löst den Alarm aus! Schnell zu den Toren! Und die Einheimischen können es anscheinend kaum erwarten, euren Verderbtheitszauber zu spüren. Und jedes Mal, wenn wir hier in der Nähe des Portals sind, wird unser Mana und Leben aufgefüllt. Ne? Ja, und jetzt haben wir halt einen neuen Zauber erhalten. Mal gucken, ob man den irgendwo sieht. Zauber, Ziel. Schergen. Nimbus. Nee, sieht man leider nicht. Na jedenfalls, ihr seht es ja, haltet X gedrückt, um Dorfbewohner zu töten. Lasst X rechtzeitig los, um sie zu unterwerfen. Ne, jetzt können wir halt mit diesem Zauber halt Leute auf unsere Seite ziehen, in dem Sinne. Indem wir, wenn ich jetzt gleich mal einen finde. Ja, da könnt ihr auch sehen, da kommen wir leider nicht durch. Na, auch wenn es noch so komisch sich anhört, das ist nur so ein kleines Feuerwerk. Aber, ne. Da kommen wir trotzdem nicht durch. Ja, ich finde gerade keinen. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier einen finde. Da oben haben wir welche. Na, jetzt kann ich hier mit diesem, ja, es sieht fast wie ein Blitz aus, aber so. Den haben wir jetzt unterworfen. Diese Unterwürfigkeit. Der Stein hat also den Verderbtheitszauber in euch erweckt. Sie sind jetzt eurem bösen Willen unterworfen. Wenn ihr den Zauber länger verwendet, könnt ihr sie damit töten. Versklavung oder Tod, Weltherrschaft oder Zerstörung. Das sind die fantastischen Möglichkeiten eines Overlords. Ja, aber man kann die auch ziemlich schnell töten. Das ist leider so ein bisschen das Problem. Ne? Ja, und jetzt folgen sie uns dann auch. Wenn ihr nur noch über wenig Mana verfügt, findet einen Mana-Trank oder geht zu einem Unterweltportal, um euren Mana-Vorrat wieder aufzuladen. Ja, ich lese das jetzt vor. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen vergessen, kann man dazu sagen. Aber wie gesagt, wenn man keinen Mana mehr hat, kann man hier zum Unterweltportal gehen. Und dadurch lebt man halt seine
ja, seine Mana-Vorräte wieder auf. Ne? Jedenfalls die unterworfenen Leute sind dann mehr oder weniger wie Schergen. Also die kämpfen dann auch für euch. Ne? Oder für einen. Nee. Nee. Ja. So kann man seine Armee dann auch so ein bisschen noch vergrößern. Und mit ein bisschen mehr Leute kämpfen. Aber sie halten natürlich nicht so viel aus wie die normalen Schergen, ne? Jo. Hier drüben, Herr. Und da haben wir jetzt auch so einen Teil. Das ist halt so ein Lebensartefakt. Ne? Ja. Ihr habt eine Gesundheitsaufwertung, Herr. Das bedeutet weniger unschöne Tode. Jo. Ja, jetzt hat man hier als Aufgabe, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen muss unbedingt. Weil jetzt soll man normalerweise Dorfbewohner töten. Aber, naja. Aber ich will ja normalerweise keinen töten. Kanonenfutter schadet nie, Herr. Wenn sie zu nervtötend werden, tötet sie einfach. Joa. Weil in den Guide steht eigentlich drinnen, man soll keinen töten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die dazugehören, ey. Ne? Weil hier steht jetzt, man soll halt drei Dorfbewohner töten. Ja, gut, ich kann ja gleich mal gucken, wenn ich hier alle soweit mal eingenommen habe. Ja, da muss man halt wirklich extrem aufpassen, weil das geht manchmal schneller, als man denkt. Ne? Diesen Zauber. Das ist mir schon halt so oft passiert. Da habe ich halt in den Städten... Ja, gut. Wenn eure neuen Untertanen euch lästig werden, Meister, löst das Problem mit einem kleinen Gemetzel. Ja. Naja. So, ja, nee, das sage ich jetzt halt noch nicht. Weil es gibt halt spezielle Aufgaben, jetzt auch Nordberg und so weiter. Ja, aber auch wie ihr hier sehen könnt, so kommen wir nicht vorbei. Minions mal kurz zurücklassen. Ne? Kann ich euch ja mal kurz zeigen, wenn ich da reingehe. Ne? Obwohl da jetzt gerade nichts mehr angezeigt wird. Naja. Ja, ich gucke halt jetzt, ob ich jetzt einfach weitergehen kann. Ne? So. Weil ich möchte keinen töten. Ne? Weil ich müsste 100% gut erreichen. Aber hier müsste das normalerweise sagen. Ich muss euch noch zurückhalten. Ja. Sie haben vor Nordberg Feuer entzündet, um Mittwinterdämonen fernzuhalten. Wir müssen die Roten finden, damit wir hineinkommen. Und dann zeigen wir ihnen, was wahre Angst ist. Naja. Guti. Nee, geht leider noch nicht. Man muss die töten, das gehört zur Aufgabe. Ja, dann zeige ich euch das. Ne, also wenn wir jetzt hier den Zauber ein bisschen zu lange wirken. Nee. Ihr könnt diese Menschen zu eurem Nutzen einsetzen, Herr. Wirkt euren Verderbtheitszauber etwas kürzer, dann werden sie zu Sklaven statt zu Staubhaufen. Wenn ihr eine größere Armee benötigt, Herr, könnt ihr den Verderbtheitszauber kürzer wirken und diese Nichtsnutze stattdessen unterwerfen. Das hat jetzt nicht ganz gereicht. Okay, ja, man muss es doch machen. Ich bin jetzt am Überlegen. Ja, leider sieht man das auch nicht.
Ihr könnt euren eigenen menschlichen Schild errichten, Meister, indem ihr diese Bauern unterwerft, statt sie zu töten. Wirkt euren Verderbtheitszauber einfach etwas kürzer. Ja, jetzt sollten wir eigentlich normalerweise auch zurück können. Ja. Ja. Ja, hier kommen wir ja leider nicht weiter. In der Höhle kommen wir nicht weiter. Also wir kommen nicht zum Heiligtum. Ne? Naja. Ich glaube, hätte er jetzt auch kurze Zeit darauf jetzt gesagt, wir sollen halt zur Unterwelt zurück. Durch das Portal halt zur Unterwelt zurückgehen. Ne? Welt akzeptiert euch als Meister. Na, ich wusste es einfach. Ganz ruhig, Knödel. Nur keine Unfälle mehr. Ihr seid wirklich der wahre Overlord. Das ist eine Erleichterung. Das spart uns noch eine Beerdigung. Meister! Ja, jetzt habt ihr das auch Die gehört. Die Unterwelt ist euer neues Machtzentrum. Sie ist noch etwas höhlenartig, aber da ihr nun hier seid, möbeln wir sie auf und erweitern das Tunnelsystem. So erhalten wir Zugang zu anderen Regionen, um eure dunkle Herrschaft zu erregen. Dieser Moment verlangt nach einem hübschen kleinen Gedicht. Oh nein, nicht schon wieder. Ahem. In Nordberg war ein Knabe einst. Er brachte Furcht ins Land. Der Knabe ist zum Mann gereift, herrscht nun mit finsterer Hand. Das tut mir leid, er lässt sich oft nicht halten. Und glaubt mir, ich habe es versucht. Das ist euer Thronherr. Hier könnt ihr nicht nur euren bösen Hintern ausruhen, sondern euch auch teleportieren. Außerdem erhaltet ihr hier wichtige Informationen. Probiert alles aus und sagt Bescheid, wenn ich euch herumführen soll. Ja, jetzt habt ihr das halt auch gehört, ne? Er hat dann irgendwie wohl erwähnt, dass es halt ein Unfall gewesen ist, dass der alte Overlord halt in der Unterwelt stecken geblieben ist. Naja. Oder jetzt für immer feststeckt. So, jetzt haben wir jedenfalls als Aufgabe Rundgang durch die Unterwelt. Und immer noch die Töte 1000 Wichte. Ne? Aber da müssen wir halt woanders hin. Und wir können halt auch mit A halt die Aufgaben wechseln. Ja. Die Schergen freuen sich sehr, euch hier zu haben, Lord. Ja, jedenfalls hier auf den Thron kann man jetzt halt einige Sachen machen. Wie er schon sagte, wir können uns teleportieren. Aber es gibt halt noch einige andere Sachen, die wir machen können. Ne? Zum einen die Kampfarena-Einführung. Ne, Nordberger. Schön, endlich riecht es hier wieder nach den Höhlen. Ne, und dann halt verschiedene Audienzen. Ne. Ja. Und zum anderen auch das Spiel speichern. Jo. Okay. Aktuellen Informationen zu eurem Territorium könnt ihr euch bequem von eurem Thron aus ansehen, Lord. Ja. Das machen wir aber im nächsten Part. Na, fangen wir hier mit der Einführung an. Lasst mich wissen, wenn der Thron zu unbequem ist, Herr. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist. Falls ihr die schon immer gesucht habt, oben rechts kommt ihr zum nächsten Part. Falls er schon online ist, ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne, ist privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken. Und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart.
unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao.